Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der Hermannspolder. Am Hof jetzt angekommen und dann gucken wir mal. Können wir hier jetzt Mais eindonnern? Jo. Weil ich meine, die waren auch leer, ne, bei den Schweinen. Springen wir mal raus. Und abwiesen, ne? Gehen wir nochmal da. Okay. Na gut, das wird noch ein bisschen dauern, aber. Na gut, ein bisschen ist wieder was drin im Stall. Ich glaube, bei den Kühen ist auch leer, ne? Weiß es gerade gar nicht. Was ich hier nochmal eben mit dem hier austesten wollte. Ob das mit dem hier tatsächlich funktioniert, mit dem Anhänger. Den wir hier auch beim letzten Mal noch gesehen hatten. Die Vorrichtung sieht man ja, ist nicht da und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob man die jetzt konfigurieren kann oder nicht. Kann hier glaube ich auch nichts öffnen, oder? Wow, das habe ich auch noch gar nicht rausgekriegt, dass das funktioniert. Okay. Vielleicht wird das ja sogar auch schon funktionieren, dass das mit dem Anhänger passt. Okay, wir fahren mal zum Händler. Ich meine hier bei der 57, da geht auch noch ein Weg lang. Irgendwo war hier noch ein Weg, oder? Jo, genau. Der ist zwar nicht ganz so schön, aber ja. Oh. Ja, man könnte sagen, es ist eine Trampelfahrt, ne? Aber okay. So, und dann müssten wir jetzt hier an der Hauptstraße angekommen sein, ne? Und dann sind wir glaube ich schon gleich beim Händler. Ah, jetzt muss ich auch nicht vergessen. Ja. Hier fehlt tatsächlich noch ein Stapler. Ich hätte jetzt mehr oder weniger jetzt hier beim Händler noch einen Stapler hingestellt. Einfach nur aus dem Grund, damit man hier wenigstens auch mal
Zeug aufladen kann. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo das Gefährt denn jetzt drin war. Ne, hier nicht. Das ist, glaube ich, auch. Der dürfte auch funktionieren. Glaube ich. Ah, das ist der sogar. Den gab es doch noch in einer. Okay. Genau, in der hier Ausführung. Ich würde den jetzt irgendwie. Könnte das vielleicht jetzt damit zusammenhängen, dass man den dann ausfahren kann oder nicht? Oder wie soll das denn? Drei Achsen. Okay. Also irgendwie so hier, ne? Aber Fortreifen wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Auch nicht verkehrt, ne? Eine Rampe hinten dran. Weiß ich nicht, also. Also das in dem Holz finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Achso, Schwanenhals, okay. Da könnte man den auch noch in. In einer Kupplung, okay. Achso, okay, nur die beiden, okay. Wir werden jetzt versuchen, wir machen wir jetzt nochmal. Was ändert sich da denn jetzt? Ah! Da sind dann Kanten dran, würde ich sagen. Ja. Die lassen wir mal dran. Ich würde den, glaube ich, erstmal so lassen. Warum das hier manchmal nicht funktioniert, verstehe ich jetzt nicht. Nee. Jetzt auch wieder eine falsche Kategorie, weil den springt ihr in die nächste Kategorie, wo ich gar nicht hin möchte. Das ist mir hier schon aufgefallen auf der Karte. Warum das macht, weiß ich auch nicht. So, dann müsste das ja eigentlich alles. So teuer ist ja auch nicht.
Also von der ersten Optik hier würde ich mal sagen, dass der passt, glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt an dem habe ich schon wieder jetzt eine verdammte blöde Fliege, die beißt mich hier ständig. Er ist doch zum Kotzen, oder? Wird jetzt wahrscheinlich für den jetzigen Moment zum Koppeln ein bisschen blöd aussehen. Wenn das denn geht mit dem Ankoppeln. Ich weiß nicht, ob es mit dem... Oh. Ja. Geil. Das hat schon mal funktioniert. Sehr, das, der steht jetzt nicht ganz gerade, der Träger. Aber hier, aha, siehst du denn die Funktion, oder? Nein. Gut, ich sag mal in der Theorie, damit es denn wieder halbwegs gerade aussehen würde, müsste ich jetzt beim Auto jetzt vielleicht die Räder wechseln, ja. Dann würde das wahrscheinlich wieder gerade stehen. Jetzt wäre natürlich auch noch so ein Highlight. Muss gleich erstmal diese blöde Fliege hier jagen. Beißt mich durchs T-Shirt. Also, das ist doch unglaublich, oder? Cool. Nein. Wo hat er das denn jetzt? Wo hat er das denn jetzt hin? Das ist jetzt ein bisschen... Also da funktioniert irgendwie dieses universale Autolog nicht so prickelnd, muss ich sagen. Wir machen das Ding bei ihm aus. Ja, genau. Oh. Ah. Ich will nicht hoffen, dass es jetzt mit dem Anhänger zu tun hat. Das wäre jetzt echt mega, mega doof, oder? Also ich kann jetzt mit dem Arrow nichts anfangen. So, du fährst noch. Du fährst auch noch. Du fährst ab. Ja, du stehst. Wow. So, dann haben wir alle. Ja, ich habe hier falsche Kategorie. So. Ich habe hier den Mod drin, dass ich die Fahrzeuge deaktivieren bzw. in die Parkposition stellen kann. Seht ihr hier unten dieses Symbol, dass du nicht in jedes Fahrzeug, was du nicht immer brauchst, immer reintappst. So, ich werde jetzt eben in der Pause
dem Händlern hier einen Stapel oder sowas organisieren. Und dann werden wir Schweinefutter noch kaufen für morgen. Und ja, das Saatgut nehmen wir dann auch noch mit. Gut, aber das war's dann erstmal für die Folge. Dann sage ich wieder vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und jo, wenn ihr Bock habt, dann gerne morgen da reingucken. Wenn ich morgen hier wieder auf der Karte zugange. Und ansonsten noch ein schönes Restwochenende. Bis morgen. Ciao, ciao.